Yo, hi Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Entschuldigung. Krieg ist verloren, denke ich mal. Die haben noch 20 offene Angriffe, liegen hier bei 5,5. Wir haben noch zwei oder drei, liegen bei 5,9. Die haben noch 37 Minuten, werden jetzt gleich die letzte Welle fahren, denke ich mal, und dann war es das. Ich liege hier über 200 Punkte, habe aber ein paar richtig krass versägt. Bin nicht zum Aufnehmen gekommen, musste unterwegs spielen. Und habe drei, glaube ich, richtig krass versägt. Okay, so viel dazu. Wir wollen Turnier spielen. Wir wollen Turnier spielen. Wir schauen hier mal rein. Wir sind Top 25. Die Def ist auf D. Das ist sehr schlecht. Die Angriffe habe ich auch drei versägt, vier, fünf versägt. Also nicht mein Turnier. Aber das ist auch eine schlechte Def. Wir gehen hier mal rein. Was haben wir nochmal? Es ist rot gesperrt. Rot ist gesperrt, blutiger Kampf, oder? Rot ist gesperrt, blutiger Kampf. Rot ist gesperrt, blutiger Kampf. Okay, sie macht extra Schaden gegen Rot, aber macht auch richtig krass Schaden ansonsten. Ich habe sie gebreakt. So spielen wir es. Ich habe sie gebreakt, weil sie auch ab und zu in der Def stehen soll. Ich habe hier nicht viel bessere Auswahlmöglichkeiten, deswegen macht es absolut Sinn, da eine Maat reinzuholen, die ja schon auch relativ stark ist. Ich gucke, dass ich Lila anstatt kriege, denn im Moment sieht es für. Ah, hier mache ich das, weil Gelb natürlich auch eine Farbe ist, die gut dafür sorgen kann, dass wir hier ein bisschen überleben. So, und jetzt mache ich das. Das geht in Grün über. Und eigentlich hätte ich gehofft, dass ich da noch ein grünes Match draus ziehen kann. Das ist nicht passiert. Wir spielen hier rein, löst eh aus. Und das ist schlecht. Okay, die Minions retten uns gerade den Arsch. Aber allzu viel darf da nicht mehr passieren, bevor ich auslösen kann. Das heißt, die rechte Seite muss weg jetzt. So, dann machen wir 1, 2. Und. Ah, das wird nicht reichen. Nein, das wird nicht reichen. Komm. Müsste meine Kara irgendwie anstatt kriegen. Das war nicht gut. Oh, reicht nicht. Hua, nicht rein. Ah, super. Dann muss sie auf jeden Fall weg. Und dann ist Konchu auch Geschichte. Sehr schön. Das hat funktioniert. Gegenschlag, Boni Entfernung, er macht hier auch mit Rot. Ja, das ist halt
Feuercharaktere, ne? Wir haben hier Ludwig steht zum Glück ganz außen. Man stelle sich vor, er wäre zwischen Sekena und Fock gestanden und hätte ausgelöst. Man stelle sich vor. Ich will den Diamanten. Okay, so kriege ich ihn. Ah, ne. Ja. Ich habe gedacht, ich kriege ihn so auch, aber will ihn eigentlich nicht. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich irgendwie an Grün? Ich werde es so machen, in der Hoffnung, dass dann nochmal Lila kommt. Kommt nicht. Ein Zug noch, dann habe ich nochmal Lila. Also gibt mir halt wenigstens Schutz, ne? Ein bisschen. Jetzt ist natürlich der Gegenschlag oben und wenn nicht bald die Boni-Entfernung rein fliegt hier, dann wird es extrem wehtun. So, ich könnte das grüne Match natürlich machen. Frage ist, ich habe keinen Fortläufer, also bin ich am Überlegen, ob ich irgendwie jetzt schon für Bordbewegung sorge, anstatt mir den Schaden zu holen, den ich mache, wenn ich in ihn reinspiele. Das mache ich auch. Sorge für Bordbewegung. Ja, da kommt halt nichts, ne? Er entfernt mir die Lakaien von hier und das wird wehtun. Ja. Scheiße. Ja, okay, das dauert zu lang. Das dauert zu lang. Da kann ja selbst der langsame Ludwig auslösen da an der Seite. Machen wir das. Da kommt einfach, kommt, ihr seht, es kommt kein Grün. Grün ist die Farbe, mit der ich hier arbeite. Also, Bera stirbt, das kostet wenigstens Mana. Aber ja, jetzt kommt Sekena. Wie hätte ich es anders spielen können, ja? Also wenn du rumpillern musst, 12 Züge für ein einziges Match, dann wird es halt echt blöd, ne? Dann wird es irgendwann mal halt wirklich blöd und das ist auch okay so, ich meine. Der langsame Ludwig kommt zum Auslösen. Daran sieht man schon, wie viel Steine ich ungefähr gehabt habe. Und jetzt natürlich rum, ne? Sekena löst alle, gefühlt alle 20 Sekunden aus. Aber es ist okay, ja. Ich habe hier keine Steine gehabt, von dem her. Ne? Darf das sein? Ärgerlich, aber so ist es. Und ich wüsste jetzt nicht, wie ich anders hätte schieben können. Also ich habe ja ein ziemlich großes Display, von dem her. Ui. Okay, er macht das auch. Das machen wahnsinnig viele grüne Helden, ne? Dass sie gegen Rot einen Abwehrmechanismus drin haben. Ich habe hier zwei Heiler drin. Ich habe einen Haufen Boni. Ich überlege, ob ich mir einen Finlay da reinhole, aber das. Oder vielleicht spiele ich es einfach. Vielleicht spiele ich es einfach.
spiele ich es einfach so. Und sie geht auf alle. Ja, so machen wir es. Wir haben Boni-Entfernung, aber jetzt keine Säuberung von den Negativen. Wir nehmen natürlich gerne den Diamanten. Den hier einmal auf alle. Haben wir echt Bordlack, ne? Haben wir wirklich, wirklich Bordlack. Also Heimdall müsste schon hinstellen, dass es hier nochmal gefährlich wird. Jade klaut Mana. Ja, wir wissen das. We know that, we know that. Mann, den gelben Diamanten. Uiuiui, dann geht alles in die Luft, hä? Und können hier Heimdall killen. Ich meine, ach so, er kann ja resurrecten, kann er auch gar nicht, oder? Nee, Auferstehung auch nix. Genau, von dem her war der jetzt echt ungefährlich. Ne Herrin. Mit Bera keine Minions. Geilat ist natürlich gefährlich. Obwohl Fiends, er macht was mit Fiends, oder? Ich habe ihn noch nicht gelevelt. Habe ihn. Wir schauen mal. 540 Schaden ist natürlich ein heftiger Snipe. Okay, er macht Fiends. Oder mit Fiends halt. Und wir haben keine Fiends. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir die langsame Herrin hier nicht auslösen. Das wäre fatal, kein Mana. Es bleibt mir nicht viel, ne? Ich kann den roten spielen oder den lilanen. Ich denke, der lilane rechts ist die bessere Option. Und jetzt vielleicht dann im nächsten Zug einen grünen Diamanten. Okay, löst aus. Fuck. Oder auch nicht. Ja, das ist natürlich extremes Glück. Ich will sie hier loswerden. Ist extrem nervig. So, ich weiß gar nicht, ob ich den Diamanten will. Oder ob ich nicht erstmal ihn kill. Und dann hier heftig ghoste. Das war die bessere Entscheidung auf jeden Fall. So, dann mache ich mir um Kara gar keine Sorgen mehr, denn ich gebe ihm hier eine fette Ladung von dem Gift. Ah, der stirbt gleich, das natürlich. Bei Rain ist das echt schlecht. Wenn, also, es ist natürlich gut, wenn einer weg ist, aber sein halber Effekt ist halt verpufft, ne? Weil eigentlich ist ja das Gift das Heftige. Afanias, vor dem habe ich jetzt keine Angst. Kann ausweichen, weicht aus, ja. Ist okay, darf er machen. Darf er machen. Wie viele Züge geht denn das noch? Ah, okay, ist schon weggeplatzt. Von dem her passt alles. Alrighty-dighty. Letzter Kampf für heute. Ludwig. Ludewig.
Pah, schwer, ganz ohne Heilung. Ohne Minions meine ich. Heilung ist ja. Esme macht hier gar nichts. Stabiles Board. Ich befreie mich mal von ein paar Steinen. Ein bisschen Zeit habe ich. Ich überlege, wie ich an mehr Grün komme. Es reicht ja nicht. Schau, einen Zug gönne ich mir hier. Nein. Okay, komm. Oh, das ist zu viel. Machen den. Und dann den. Und ich finde die Seite gefährlicher. Ich will mal den hier. Fuck. Spiel gelb hier rein, das reicht natürlich nicht. Das wird wehtun. Ja. Wuh, yikes. Scheiße. Bordlack. Bordlack, Bordlack, Bordlack. Sehr schön. Das war's für heute, Leute. Jawohl. Ein verloren. Naja, keine Steine, keine Kekse, ne? Wir wissen es alle. Also ich weiß nicht, ob ich da viel anders hätte spielen können. Von dem her, wir sind Top 5%. Ja, sind wir froh mit der Verteidigung, wenn wir in Top 10 kommen. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Hier der Langsame ganz außen. Ich glaube, ich habe auf die Schnelle gestellt, weil einfach war keine Zeit, zack, zack, ohne viel zu überlegen und habe es dann verrafft, nochmal umzustellen, weil normalerweise bin selbst ich so schlau, dass ich ihn langsam nicht ganz außen hinstellen. Ne? Franz muss hier, wenn überhaupt, dann in die Mitte, das ist ganz klar. Aber ja, das bringt nicht viel. Ne? Also wenn er auslöst, was passiert da? Ja? Da muss schon der Gegner sehr schlechte Steine haben, dass er dann, dass er da nicht drumrum spielen kann. Und dann Fock, Sniper, ja, keine Ahnung. Naja. Machen wir es das nächste Mal besser. Ist ja nicht so schlimm, ist nur ein wöchentliches Turnier. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt gute Steine gehabt im Krieg und alles und habt sie heute im letzten Kampftag oder im Moment. Sag mal. Und let's see what we have here. Donnerstag im vorletzten Kampftag. Haut rein, bis dann. Grüße gehen raus. Euer SK.